Hake, der Maulwurf. Tja, aber tatsächlich geht es heute mal nicht um den Maulwurf, sondern es geht hierum. Ne, um die Lesung meines Buches, wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Ja, wir sind da ab Januar, Februar, März, das ganze Frühjahr auf Tour. Und wir heißt, dass dieser Typ hier auch mit dabei ist. Ah ja, genau. Und Elke Heidenreich schreibt in der FAZ, René Marek verblüfft mit seinem lakonisch-grandiosen Roman, wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Also schon mal vielen Dank, liebe Elke Heidenreich. Das ist eine sehr schöne Kritik. Könnt ihr lesen. Ach ja, und übrigens, der Typ hier, der ist auch mit dabei. Der ist übrigens Bodo Goldbeck. Sag mal, Bodo, sag mal hallo. Hallo. Naja, wenn man es ihm sagt. Ne? Ach ja, und hier, guck mal. Hier hat er auch gleich die ganzen Termine mal für mich aufgeschrieben. Also, es geht los am 16.01. in Leipzig, dann 17. in Dresden, Jena, Köln, Mülheim an der Ruhr, Heidelberg, Kuhnewalde, dann im Februar weiter Freiburg, Berlin, Bayernfurt. Also guckt einfach mal hier auf die Homepage renemarek.de/Termine. Ne, da sind alle Termine drauf. Ach so, ja, und übrigens, bevor ich es vergesse, der Typ, der ist übrigens auch mit dabei. Ah, Jung. Was ist da mit dir los? Wo ist der Brenner? Hol mir sofort den Brenner, Hahi! Ja, also, und was das bedeutet, das erfahrt ihr dann auf der Lesung. Ne? Also, ich würde mal sagen, guckt nochmal nach. renemarek.de/Termine. Da steht alles, kommt vorbei. Es ist, wird, glaube ich, ganz schön, oder, Bodo? Das glaube ich auch. Naja, siehst du? Also, macht's gut. Tschüss.